Nach meinem Schulabschluss bin ich an die Universität Freiburg und habe dort Biologie studiert und habe dann über verschiedene Stufen meine Promotion in Bochum angefertigt und bin schlussendlich 2008 hier in Rostock gelandet. Mein Aufgabenbereich erstreckt sich sowohl auf die Robben, die wir hier am Marine Science Center halten, sowie eben auch auf die Kopffüßer, die wir seit 2012 hier halten. Wir machen Verhaltensexperimente mit den Kopffüßern, das heißt, die Tiere werden für die jeweilige Fragestellung trainiert durch das Prinzip der Operantenkonditionierung. Das heißt, das Tier hat eine Aufgabe, wenn es die Aufgabe richtig erfüllt, dann bekommt es eine Futterbelohnung dafür. Für uns ist natürlich der Bezug zu den bisherigen Versuchstieren natürlich gegeben. Das sind hauptsächlich die Seehunde, das sind die Robben, die eben eine amphibische Lebensweise haben, also teilweise im Wasser, teilweise an Land sind und leben. Während wir hier eben Tiere haben, die rein aquatisch sind, also nur eine Lebensweise im Wasser führen. Wir haben hier natürlich unsere Forschungshoheit, unsere Forschungsfreiheit. Das heißt, wir gestalten die Experimente so, wie wir denken, dass sie spannend sind, um natürlich dann auch die übergeordnete Fragestellung zu beantworten. Also in unserem Fall die Fragestellung, haben die wirklich diese unglaublichen kognitiven Fähigkeiten, von denen immer alle erzählen. Und wir wollen eben harte Daten in klassisch-kognitiven Experimenten erheben. Es gibt ein ganzes Netzwerk an Kopffüßerforschern, wo wir eben tatsächlich auch integriert sind. Dieses Netzwerk muss man sich dann aber nicht vorstellen, dass wir die Ideen anderer nehmen und in unserer Forschung umsetzen, sondern eher, dass man sich austauscht und dadurch natürlich neue Ideen generiert. Ich bin nicht immer ein Mann-Team, weil ich natürlich eben Studenten noch betreue, die dann hier ihre Abschlussarbeiten machen. Wir hatten jetzt bis Ende letzten Jahres auch einen Doktoranden, der hier mit den Kraken gearbeitet hat. Natürlich, wenn man ganz alleine mit den Tieren arbeitet, dann ist das viel Arbeit. Die Tiere sind hochgradig individuell. Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade die Arbeit mit den Kraken vergleicht, mit der Arbeit mit den Seehunden, dann muss man natürlich definitiv hier bei den Kraken viel, viel mehr Geduld aufbringen als bei den Seehunden. Mich faszinieren ganz allgemein diese Tiere. Also wenn man jetzt auch sich so ein Tier anschaut, schon allein die Anatomie ist faszinierend mit diesen 8 Armen. Dann dieser Mantel, der oftmals auch fehlgedeutet als Nase bezeichnet wird. Also schon der Gesamtaufbau dieser Tiere, wie sie sich bewegen, wie sie sich verhalten, wie sie mich die ganze Zeit schon taxieren und anschauen, wenn ich überhaupt nur das Aquarium betrete. Das ist schon allein per se faszinierend. Also wenn man es rausgekitzelt hat, das experimentelle Prozedere, den Versuchsaufbau, dass alles stimmig ist, dass die Tiere dann tatsächlich arbeiten und dass man Daten bekommt. Das ist sehr belohnend.